Wir sind schon aus Köln. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass das Wetter hält. Und ich glaube, das ist das erste Mal im Jahr, dass Reichenstein nicht auf der Burg stattfindet, sondern hier unten. Das ist richtig, ne? Ja. Ist das cooler, oder? Es geht so? Aber auf der Burg ist auch noch Party, oder? Ja? Sehr schön. Okay, wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit den Sorgen der anderen. Noch einmal ab, setzt an der Bordsteinkante nach. Und dann fällt dir plötzlich auf, hier warst du schon einmal. Das ist dir alles so vertraut und irgendwie kennst du dich aus. Und auf einmal wird dir klar, früher warst du hier zu Haus. Dir fällt das Leben wieder leicht, wenn du die Sorgen mal hast. Wenn du die eigene Welt vergisst und in den Kopf von anderen bist. Dir fällt das Leben wieder leicht, wenn du die Sorgen mal hast. Die Sorge ist anders. Zu denken aufgehört, um zu lieben anzufangen, du hast begonnen zu reden. So, und wir haben schon wieder das nächste Interview, und zwar mit Ton. Ich bin da gerade eingeklemmt von zweimal Tobi. Mal die erste Frage, wie geht's euch, wie fühlt es euch nach eurem Auftritt? Gut, also unser Auftritt ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und jetzt haben wir schon das ein oder andere Bier oder Mineral? Auch Wasser getrunken oder Cola. Warum? Bitte, wir haben nicht nur antialkoholische Sachen, wir haben auch Alkohol. Ja, wir haben ja sehr früh gespielt und dementsprechend auch früh damit angefangen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen, um die Nacht noch durchzuhalten, ein bisschen Wasser trinken. Es geht natürlich auch um die Vorbildfunktion, ne? Für wen wollt ihr hier am Reichensteiner Burg ob mehr Vorbild sein? Sieht, aber ja, also ich habe schon sehr viele betrunkene Minderjährige da draußen gesehen. Ich war schockiert, ja. Und oh mein Gott. Und die sitzen hemmungslos rum und ich möchte nicht wissen, was du jetzt sagst. Du bist so eine neidisch. Ich bin spießig. Oh, Entschuldigung. Ihr seid ja zum ersten Mal hier. Du bist nicht zum ersten Mal hier, du bist vom Wohlstandskinder. Genau, die gibt es ja nicht mehr, ich war sozusagen. Also, und das war 2004 oder 2005 und da haben wir noch auf der Burg gespielt. Ja, es war toll. Und das Wetter ist ja dieses Jahr nicht so geil, aber ich würde sagen, es ist schön, dass es auch hier unten stattfindet und dass es so weitergeht. Auf jeden Fall eine große Freude. Und leidet da irgendwie die Stimmung dran, weil das nicht mehr auf der Burg ist? Also ich war jetzt mal kurz oben auch und ich war total überrascht, dass es auch oben so wahnsinnig voll ist. Also es ist Hammer. Und es hat gestunken nach Stinkbomben oder sowas. Also, anscheinend wollte irgendwer die Leute runterkriegen. Nee, also ich finde es super, dass es so gut funktioniert, weil ich hatte Bedenken, dass es vielleicht hier unten so sich ein bisschen verlaufen würde oder so. Und, aber der ganze Weg von unten bis zur Burg hoch ist ja gepflastert mit Menschen. Das ist schon super. Also ist schön. Und ihr habt ja vielleicht ein bisschen das Pech gehabt, dass ihr so bald gespielt habt oder so früh gespielt habt. Das heißt, das Publikum ist eher nur am Campingplatz hinten geblieben. Wie hat es euch trotzdem gefallen? Habt ihr gern gespielt oder wie gefällt euch überhaupt Reichenstein? Schauen wir mal da. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war ja für mich auch der erste Auftritt mit Ton heute. Und von daher war es sowieso gut. Und die Leute, die da waren, hatten auf jeden Fall Spaß. Also das hat schon gepasst, denke ich. Und das Festival ist cool, das gefällt mir echt. Mit dem ganzen Drumherum. Auf jeden Fall. Und wie Tobi schon sagte, also es ist ja heute eine Premiere gewesen, weil wir jetzt zu 14 und das erste Mal jetzt mit Tobi auch gespielt haben. Und ich meine, dass man so früh spielt, ist natürlich immer dann, dass es noch nicht so viele Leute vor Ort sind, aber viele am Campingplatz da sind oder es auf den Videoleinwänden sehen und uns zuhören. Und wir hoffen, dass wir vielleicht so ein paar Leute noch erreicht haben, die in ihren Zelten noch lagen und den Regen getrotzt haben. Und, natürlich, zuhören. Ich bin mir sicher, dass alle zugehört haben. wie werdet ihr den heutigen Abend noch verbringen? Ihr bleibt sicher noch nächtel da bei uns? Genau, wir hatten die große Ehre, auch schon einen Tag früher zu kommen und haben ein wunderschönes Hotel hier in der Gegend bezogen. Das werden wir heute auch noch zusammen mit unseren Freunden von Herbstrock teilen und ein paar Bierchen trinken und dann morgen irgendwann wieder nach Köln nach Hause fahren. Das heißt, ihr werdet uns morgen nicht mehr beehren? Nee, leider nicht. Morgen sind wir wieder auf dem Weg nach Köln. Unsere 9-Stunden-Fahrt oder wie lange wir brauchen werden. Okay. Und sonst, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck von Reichenstein. Wollt ihr, ist gut gesagt, kommt ihr wieder?
Klar. Nächstes Mal bei gutem Wetter. Also schade, weil irgendwie ist es heuer ziemlich schief gegangen mit dem ganzen Wetter, aber anscheinend hat das Ganze an Stimmung nicht eingebüßt. Nee, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das großartig gestört hat. Ja, du weißt es vielleicht ein bisschen besser, weil du eben schon mal da warst. Ob das Wetter jetzt gestört hat? Also ich hatte nicht das Gefühl, also die Leute von der Mentalität und von dem Abgefuckte auf keinen Fall, die waren ja genauso verrückt wie eh und je, aber... Und von der Zuschauermenge glaube ich auch noch nicht mal. Also es ist vielleicht für die Bands, die ganze Zeit hier durch den Schlamm ihre Instrumente schieben müssen, das Einzige. Aber Gott, ich meine, dafür machen wir den ganzen Kram ja. Also wir kommen gerne wieder, wenn Super. Wir dürfen. Ja, natürlich, ich bestimme das erst nächstes Jahr wieder. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und Danke. Ja, viel Spaß und ja, genießt es einfach. Dankeschön.